Andi Brockmann meinte ja auch zu mir noch, dass die Riesterseer sicherlich die besseren Verteidiger hätten und auch die besseren Stürmer. Werden wir mal sehen, wie sich das dann auswirkt im Verlauf dieser heutigen Partie. Da sehen wir die SCR-Choreografie, alles für den SCR. Jonas Wolter, das war die Big Chance. Und Tor! 1-0 für Kaufbeuren! Da waren sie mit einem Mann mehr auf dem Eis, denn es war eine Strafzeit angezeigt gegen Vollmer. Und dann spielen sie das mit Geduld aus und machen das 1-0. Sami Blomqvist, wieder der Torschütze, der schon zweimal im Heimspiel getroffen hatte. Carrevara vor dem Tor und die Scheibe im Tor. Schmiedle was, der zum Schluss noch dran war. Max Schmiedle. Da sitzt er da und freut sich. Und die Kaufbeurer führen in Garmisch-Partenkirchen mit 1-0. Nächste Strafe gerissen, sie wird es geben. Die Schuss zum 2-0, Pfostenschuss! Pfostenschuss von Blomqvist! Jetzt brennt hier lichterloh! Beim SCR vor dem Kasten von dem Match. Bin mir sicher, dass Toni Söderholm jetzt überlegt, eine Auszeit zu nehmen. Den nimmt er oft früh, wenn er sieht, dass seine Mannschaft völlig unsortiert ist. Die Belka checkt gegen die Bande. 2 Minuten. Das ist der Pfostenschuss von Blomqvist. Also heute geht's richtig ab. Zuerst der SCR mit zig Chancen. Dann die Kaufbeurer mit dem Treffer. Und jetzt die Jokers das erste Mal in Überzahl. Die Belka sitzt draußen. Geackert, da wird gekämpft. Um jeden Quadratzentimeter Eis. Schäffler, Meinschein. Waffengut, Rimbeck. Kaufbeuren der Sieger. Der Rissersee muss neu aufbauen. Johansson. Alle müssen raus. Alle können wieder rein. Meinschein. Oakley geht mit. Vollmer geht mit. Hinten wartet Johansson. Verteilt die Scheibe. Noch eine gute Minute Überzahl für den SC. Ja, jetzt ist die Chance da! Waffengut und Meinschein. Diese Special Teams. Die entscheiden oft solche Spiele. Das Penalty Killing der Kaufbeurer nach wie vor mit weißer Weste heute. Aber da sehen Sie mal, wie sicher Feiß ist. So, zack, sofort. Scheibe gesichert. Die Verteidiger räumen dann schon auf. Diesen Schluck hat er sich verdient. Diesen langen Schluck aus der Pulle. So, Stefan Feiß. Gomes als zusätzlicher Mann. In diesem ansonsten normalen Überzahlblock beim SCR. Eichinger. Gomes spielt fast nie Überzahl beim SCR. Jetzt die Chance für die Belka! Da wird der Referee getroffen. Winkel ist ganz spitz bei die Belka. So, Referee steht wieder. Die Kaufbeurer Fans. Die feiern ihr Team und Toni Söderholm weiß, wenn es normal läuft, dann geht hier nichts mehr. So, Vollmer
holt sich nochmal seine drei Jungs zu sich und sagt, wohin hinspielen wird. Den Puck beim Bulli. Die Belcher geht außen hin, Wilhelm ist in der Mitte und Johansson auch in der Mitte. Es kommt der Schuss von Carsten! Nochmal pariert. Gibt nochmal Bulli. Bulli wird wiederholt, 2 Sekunden zurück. Aber jetzt schon zum zweiten Mal. Also sind noch 10 Sekunden jetzt. Bulli ist ausgeführt. Johansson kommt nicht mehr hin, weil so Roh das clever macht. Kann die Scheibe behaupten. Und dann ist dieses Spiel 3 in dieser bayerischen Halbfinalserie passé. BSV Kaufbeuren gewinnt mit 1:0 durch das Tor von Max Schmiedle nach einer Viertelstunde.